Familienfreundlichkeit bedeutet für mich die Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf. Die Post als Unternehmen mit 20.000 Mitarbeitern trägt auch einen Teil der Verantwortung für ca. 20.000 Familien. Ja, ich glaube, die Post hat einiges anzubieten und nimmt diese Verantwortung wirklich ernst. Eine ganz wesentliche Maßnahme ist für mich immer wieder die Förderung, die Unterstützung von Karenz, Karenzrückkehrern. Aber natürlich geht es auch um Kinderbetreuung während der Arbeit. Wir haben hier auch am Standort einen Kindergarten, den wir zur Verfügung stellen. Auf Veranstaltungen ist es uns auch immer wieder ein Anliegen, dass wir uns auch um die Kinderbetreuung während Veranstaltungen kümmern. Das ist sicherlich auch ein ganz wesentlicher Beitrag. Na ja, grundsätzlich ist der Vorteil natürlich, dass man Mitarbeiter langfristig und sehr gut motiviert hält. Aber es ist natürlich auch die Balance zwischen Familie und Beruf oder zwischen Freizeit und Beruf ganz wichtig. Denn wie wir alle wissen, funktioniert das ja nicht wirklich, wenn man sich nur auf eine Seite seines Lebens konzentriert, sondern diese Ausgeglichenheit ist schon auch ganz wesentlich. Naja, die grundsätzliche Herausforderung ist sicherlich, dass man also einfach die Vereinbarkeit auch im Zeitmanagement und in der zeitlichen Beanspruchung der Mitarbeiter, das ist natürlich ganz besonders herausfordernd, wenn Mitarbeiter zum Beispiel in fixen Arbeitszeiten tätig sind. Also da ist eine gewisse Flexibilität auch gefragt. Da bieten wir aber auch sehr viele unterschiedliche Modelle an, bis hin auch zu einer großen Anzahl auch von Teilzeitarbeitsplätzen. Für mich hat Familienfreundlichkeit natürlich auch was mit Diversität zu tun. Wir haben zum Beispiel sehr aktiv auch Frauenförderprogramme hier im Unternehmen angesetzt, weil es ja auch immer wieder den Kritikpunkt gibt in Richtung Frauenquote. Das ist ein Thema, das uns auch am Herzen liegt, das wir auch ernst nehmen. Und ich glaube, da gibt es in jedem Unternehmen und Maßnahmen, die man relativ schnell umsetzen kann. Also wir fördern ganz aktiv auch Frauen in Führungspositionen. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Anliegen für jedes Unternehmen, denn gute Arbeit kann man nur leisten, wenn man in einem ausgewogenen Verhältnis Privatleben und Familienleben lebt. Das sehen wir auch in vielen Negativfällen. Wenn Menschen ausfallen, dann auch für die Arbeit ausfallen, dann hat das sehr oft auch einen privaten Hintergrund. Und das ist dann natürlich sehr belastend, auch für ein Unternehmen.